So, guten Abend. Schön, dass einige Leute da sind und sich tatsächlich anhören wollen, was ich heute zu erzählen habe. Ich bin Hartan und heute stelle ich euch recht spontan mal wieder so ein Command-Line-Tool vor, mit dem ich sehr viel arbeite. Und es gibt so ein paar Folien, die sind nur so halbfertig, weil ich hatte das mal angefangen, irgendwann vor ein paar Wochen und dann wieder liegen lassen und jetzt heute spontan wieder ausgegraben und wir sehen einfach mal, was passiert. Wird bestimmt lustig. Jedenfalls, das Thema ist Explore, also hier Explore. Und genau, erstmal, was habe ich heute vor? Es gibt so eine Kurzeinführung, was das eigentlich tut, sehr kurz. Dann so, ja, eine partielle Überblick über Features, die es hat, weil da hören dann die Folien auf und dann zeige ich einfach noch so ein paar Dinge live. Wir schaffen das schon. So. Jedenfalls, worum geht's? Explore wird entwickelt auf GitHub, also es ist ein Open Source Projekt und es ist geschrieben in Rust. Und das wird konfiguriert und erweitert vollständig per Lua, wie so diverse andere Tools auch. Und es gibt auch ein Plugin-System für dieses Explore, das ist ebenfalls geschrieben in Lua. Und die Idee ist so ein bisschen, deswegen nennt es sich auch File Explorer, dass es eigentlich nur so das Grundgerüst stellt, im Sinne von, man kann da so Directories traversieren und man sieht so Dateien und alles andere stellt im Endeffekt der User, wenn er das will. Also auch viel von dem UI, das man sieht, ist im Endeffekt als Lua-Funktion implementiert, man kann das alles überschreiben und viele Funktionen, die man hat, sind auch über Lua verfügbar und kann man alles auch selber verwenden in seinen eigenen Code und Plugins und was auch immer man dann schreiben möchte damit. Insofern ist das ziemlich cool und die Grenze ist eigentlich nur so ein bisschen die eigene Kreativität und die Fähigkeit und der Wille, Lua-Code zu schreiben. Genau. Was kann das dann so im Detail? Grundlagen erstmal, ja, Navigation dann eben per Tastatur. Es ist ja wie gesagt ein TUI-Tool. Insofern bietet sich die Navigation per Tastatur auch an. Es zeigt einem standardmäßig sogar die Keybindings an, die es hat. Und es verfügt auch so ein bisschen über verschiedene Modi, die dann wiederum eigene Keybindings haben. Und ich finde das ganz nett gemacht, weil es einen nie so wirklich alleine lässt. Also, ich habe mal so ein paar andere Terminal-File-Manager ausprobiert und da musste man halt immer entweder die Manpage nebenher offen haben oder sich die Keybindings auf den Cheat-Sheet schreiben, damit man halt weiß, dass jetzt klein i die Datei durch einen Pager schickt oder so. Und man kann die Keybindings dann eben auch beliebig schachteln. Das heißt, wenn man so Vim-Keybindings nachbauen will, das kann man beherzt tun, geht alles. Genau, und Modi hatte ich ja schon erwähnt. Dann konfiguriert wird das Ganze über eine Lua-Datei und da ist alles drin, also sowohl die Keybindings wie auch Settings, die man vornehmen will und seine Plugins kann man im Prinzip auch gleich in diese eine Lua-Datei mit reinschreiben. Und sonst, ich meine, es ist Lua, man kann aus Lua dann wieder andere Dateien inkludieren und so. Und ja, kann man viel mit tun. Und eben die internen Funktionen sind auch alle verfügbar. Da gibt es dann auch ein schönes Konfigurationsbeispiel im GitHub-Repo, wo immer die aktuelle Standardkonfiguration mit drin ist. Und da kann man sich dann im Endeffekt so einen Textblock rauskopieren, wenn man will. Und dann Funktionen anpassen und sich dann sein UI selber bauen. Und man kann für eigene Funktionen, habe ich jetzt mal genannt, auch Keybindings definieren selber. Die tauchen dann eben auch alle im Hilfemenü auf. Das finde ich ziemlich cool gemacht, ehrlich gesagt. Damit kann man auch komplizierte Operationen durchführen, weil man auch Operationen beliebig quasi aneinander hängen kann. Das sehen wir auch gleich noch. Und was auch toll ist, dieses Explore interagiert ganz hervorragend mit Bash. Also ich schreibe die Konfiguration in Lua und ich kann auch Lua-Funktionen definieren und verwenden und dann aufrufen. Es gibt aber auch sehr einfach die Möglichkeit, so ein Shellout in eine Bash zu machen und dann Code in der Bash ausführen zu lassen und das Ergebnis davon dann wieder irgendwie in Explore anzeigen zu lassen. Und ich habe jetzt hier mal so ein Konfigurationsbeispiel mit dabei. Man hat jetzt hier oben dann quasi einmal den Namen definiert, was es ist. In diesem Fall geht es um ein Keybinding im Default-Modus. Und wenn ich jetzt einen bestimmten Taste drücke, also in diesem Fall X, dann kann ich hier erstmal eine Hilfenachricht definieren. Das taucht dann eben zusammen mit dem Keybinding, auf dem es liegt, im Hilfsfenster auf. Und dann gibt es hier eben so Messages. Und hier mache ich jetzt eine Lua-Liste auf oder Lua-Array, wie auch immer man das nennen will. Und da kann ich jetzt beliebig viele sogenannte Messages aneinander hängen und damit wilde Dinge tun. Jetzt in dem Fall führe ich einfach mal ein bisschen Code in Bash aus. Mit den doppelten eckigen Klammern mache ich jetzt in dem Fall einfach einen Multiline-String auf, also da könnten auch Anführungszeichen stehen.
und sage ihm dann, wenn ich X drücke, dann mach mal XDG Open auf die Datei, die ich gerade eben fokussiert habe. Und es gibt dann auch eine wunderschöne Dokumentation darüber, was alles für Environment-Variablen gesetzt sind, wenn ich in diesem Bash bin. Und er öffnet mir dann auch diverse Pipes und File-Deskriptoren, mit denen ich dann wiederum aus Bash mit der laufenden Explore-Session kommunizieren kann, um da Inhalte reinzuschreiben, Aktionen durchzuführen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Also wahrscheinlich könnte ich auch dann über so ein Bash-Shellout dann mein Explore fernsteuern und mir damit Plugins schreiben. Das habe ich noch nicht probiert. Könnte aber sein, dass das tatsächlich funktioniert. Und das ist so die Idee. Man kann die jetzt beliebig aneinander hängen und dann eben auch Modi wechseln. Habe ich jetzt kein Beispiel für. Man kann eben noch Plugins schreiben, wie ich schon erwähnt habe, auch in Lua. Und Plugins werden einfach geladen, indem ich quasi ein Keybinding definiere, das dann als Message quasi in den Mode von diesem Plugin wechselt. Und diese Plugins haben dann auch die Freiheit, ihr eigenes UI zu implementieren. Also standardmäßig gibt es da so ein paar Paints, das gucken wir uns gleich noch an. Plugins können da tun, was immer sie wollen. Ich zum Beispiel habe ein Plugin schon geschrieben für Explore, weil ich zum Beispiel die Envim, also es gibt ja so, auch wenn man Visual Studio Code benutzt zum Beispiel, haben ja verschiedene Dateitypen immer so spezifische Icons, die dann auch bunt angemalt werden. Und das finde ich halt ganz nett, auch zur Unterscheidung, wenn man da so einen Wald an Dateien offen hat. Und da gibt es so ein Plugin für NeoVim, das ist in Lua geschrieben. Und ich habe mir dann quasi so ein bisschen so Code gebastelt, der das Lua in ein anderes Format übersetzt und habe dann quasi diese bunten Icons auch hier in Explore. Zeige ich dann auch gleich, genau, dann kommen wir auch schon zur Live-Demo, End of Folie. So, und ich starte das dann eben folgendermaßen. Und hier sieht man jetzt das Standard-UI. Jetzt ist mein Bildschirm gerade ein bisschen klein, deswegen passt der Text hier nicht ganz mit rein. Und da sind auch noch mehr Keybindings, als man hier jetzt sieht. Aber das Ganze ist aufgeteilt in 5 Fenster. Also oben in Rot habe ich einmal, kann ich Dateien sortieren und auch filtern. Und zum Beispiel auch einstellen, dass er mir versteckte Dateien mit anzeigen soll oder nicht. In lila habe ich so die Hauptansicht. Da sehe ich hier oben so eine Art Titel. Da sagt er mir, wo ich gerade bin. Und dann habe ich hier halt so eine Liste, also mit meinen Dateien. Die haben dann alle einen Index. Und das ist nicht nur Spielerei, sondern ich kann dann zum Beispiel wie in Vim auch sagen, ich kann eine Zahl eingeben und dann sagen, geh da mal hin. Normalerweise geht das. Geh. Gut, mit GG komme ich ans Ende, am Anfang der Datei. Ah genau, jetzt könnte ich zum Beispiel 2J machen und dann würde ja 2 Dateien nach unten gehen. So zum Beispiel. Und ich habe das jetzt schon umgeschrieben. Also wenn ihr Explore das erste Mal startet, wird das definitiv anders aussehen als jetzt hier bei mir. Und dann sehe ich halt hier noch die Permissions, Read, Write, Execute und noch so ein bisschen die Größe der Datei dargestellt. Und jetzt habe ich ja schon erwähnt, ich habe da schon ein Plugin geschrieben. Deswegen habe ich hier zum Beispiel so ein hübsches kleines Shell-Icon dann auch in Grau angemalt. Und hier habe ich so ein Markdown-Icon für meine Markdown-Dateien. Und das kann man alles einstellen. Man kann das auch alles von Hand einstellen, wenn man das möchte. Ich habe das jetzt eben automatisiert. Und das, es gibt dann auch noch so ein paar Standard-UIs, die man einstellen kann. Da kommt man auch über Keybindings hin. Und wenn einem jetzt die Dateinamen irgendwie zu breit sind und man sagt, dieses, achso, da fällt mir ein, ich habe das noch gar nicht fertig erklärt. Unten gibt es so eine Logging-Area. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Keybinding drücke, das nicht existiert. Ich hoffe, ich finde eins. Das war's nicht. Das, so. Dann zeigt er mir zum Beispiel auch eine Warnung an, dass er die Keymap nicht gefunden hat. Das ist ganz nett, wenn ich mit den Keybindings spiele und mich frage, hat es jetzt was gemacht? Wenn da unten die Warnung steht, dann definitiv nicht. Und die Logs kann ich dann auch groß machen und kann sie mir angucken. Oben rechts in blau habe ich dann die Selection, weil ich kann hier dann durchgehen und kann Dateien so markieren. Die werden dann standardmäßig als durchgestrichen dargestellt. Dann landen die oben in meiner Selection. Das kann ich mir ein bisschen vorstellen wie mein Clipboard. Und dann kann ich auch so Operationen auf der Selection durchführen. Also ich habe jetzt hier meine Selection Operations und wenn ich da reingucke, ich kann die jetzt entweder wohin kopieren, ich kann die linken oder einfach nur aufzeigen, ich kann die auch verschieben. Und was auch ganz witzig ist, ist dieses Edit Selection, das ist standardmäßig, glaube ich, mit drin. Ich meine, ich habe das nicht selber gemacht. Dann macht er mir die Selection, die ich bisher habe, einfach in meinem Editor auf und dann kann ich die hier noch ein bisschen editieren. Dann kann ich zum Beispiel sagen, oh, Containerfile wollte ich jetzt nicht haben. Und speichere das und dann hat er die Selection auch entsprechend aktualisiert. Also finde ich alles schön integriert und durchdacht. Und dann hat man eben unten rechts in grün noch dieses Help-Panel. Und oben in eckigen Klammern steht dann auch der Modus, in dem man gerade ist. In meinem Fall ist das jetzt der Default-Modus.
Dann gibt es hier noch zum Beispiel so ein UI ohne Help und Selection. Da habe ich dann einfach mehr Platz für Dateien. Dafür sehe ich einerseits die Keybindings nicht und andererseits weiß ich auch nicht, ob ich da Dateien selektiert habe oder nicht. So, ein bisschen ungewohnt ist, also es ist kein File Manager im herkömmlichen Sinne, weil standardmäßig würde ich ja, also wenn ich in so einen GUI File Manager denke, wähle ich eine Datei aus und drücke dann irgendwie Enter und dann würde er die halt öffnen in einem Programm meiner Wahl, das ich dafür hinterlegt habe. Wenn ich das hier mache, dann gibt er mir nur den Pfad der Datei aus. Weil standardmäßig ist das so gedacht, dass ich das dann quasi wieder integrieren kann mit anderen Tools. Ich habe hier zum Beispiel so ein Shell-Alias für CDX, da macht er mir dann so eine Explore-Session auf und dann kann ich hier einen Ordner auswählen und kann dann da hingehen mit Enter und dann navigiert er dahin. So, und deswegen die Art und Weise, wie ich dann damit arbeite, ist üblicherweise, wenn ich mir Sachen angucken will, dann benutze ich halt meine Keybindings. Zum Beispiel gibt es da das Keybinding I für, also habe ich jetzt definiert einfach für eine Preview, dann kann ich da so durchgehen, kann mir das angucken in meinem Pager und mit E kann ich das dann editieren zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach nur eine Datei gerade anpacken will und ja, so arbeite ich dann damit. Jetzt kann man das Ganze auch noch in Vim integrieren. Ich hoffe mal, das geht jetzt hier vom UI einigermaßen. Da gibt es dann ein cooles Plugin, das gleich mehrere File Manager auf einmal integriert, aber das war halt für mich ein wirklich tolles Argument, das Ding auch zu lernen, weil ich dann in Vim meinen File Manager auch mit Explore mache, dann öffnet sich hier ein Explore Fenster und wenn ich jetzt hier dann eben Enter drücke, dann macht er mir die Datei gleich auf und wenn ich jetzt hier auf der anderen Seite so eine Selection starte, also ich habe jetzt hier zwei Dateien selektiert und jetzt kann ich Steuerung T drücken und dann macht er mir die in Vim auch in verschiedenen Tabs auf. Das ist ganz cool, wenn ich schon von vornherein weiß, ich will mehrere Dateien editieren, dann selektiere ich mir die einfach und mache für jede Datei einen eigenen Tab auf und dann kann ich hier so durchnavigieren und genau. So benutze ich dann eigentlich Explore. Und ich glaube, das waren auch schon die wichtigsten Keybindings oder Features, die es so hat. Dann eine Sache, die ich dann eben auch noch oft mache, das hatte ich ja auch in den Folien gezeigt, ist dieses XDG Open. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn ich das jetzt ausprobiere. Aber wenn ich halt zum Beispiel auf der Arbeit viel mit Bildern arbeite, wenn ich irgendwie Plots erzeuge zum Beispiel, weil ich Daten verarbeitet habe, dann habe ich halt einfach ein Keybinding, dass mir das Ding dann in einem... Ja, okay, das war jetzt der GNOME Builder, das ist nicht hilfreich. Gut, wenn man jetzt ein Bild hätte, würde er mir das quasi in meinem Bildbetrachtungsprogramm aufmachen und für andere Dateien PDFs zum Beispiel in meinem PDF-Viewer. Genau, und damit habe ich dann quasi immer so eine langlaufende Explore-Session irgendwo, mit der ich dann über meine Dateien navigiere. Genau, und damit komme ich eigentlich sehr gut zurecht. So, und ich denke, das wird als ersten Einblick erstmal genügen. Und konfus war es außerdem. Gibt's Fragen? Wie definierst du das Format? Ja, das ist eine tolle Frage. Das macht man alles in der Konfigurationsdatei. Vielleicht mache ich die einfach mal noch kurz auf. Ich hoffe, man kann das dann auch lesen. Ich bin mir bloß gerade nicht sicher, ob ich überhaupt ein eigenes Format jemals definiert habe, weil ich habe beschlossen, die Standardformate gefallen mir eigentlich recht gut. Ich würde die gerne behalten. Müssen wir gucken. Damit konfiguriere ich die Dinge. Das ist die File-Table. Ja. Logs, schön. Ja, okay. Ich habe jetzt leider kein Beispiel dafür da, wie man das Format selber definiert. Es gibt aber eine sehr ausführliche Dokumentation. Ich habe, glaube ich, auch ein, zwei Links mit drin zur Dokumentation. Da ist das meiner Meinung nach alles ganz wunderbar beschrieben und alles, was man in der Dokumentation nicht findet, empfehle ich halt. Im GitHub-Repo liegt so eine init.lua-Datei mit drin. Das ist die Standardkonfiguration. Alles, was man sich aus den Online-Docs nicht zusammenpuzzeln kann, kann man sich spätestens damit erklären. Aber ja, habe ich leider kein Beispiel, sorry. Die Automatisierung von den Zensuren, du sagtest, du hast ein Skript geschrieben, ein Plugin? Ja, genau. Können wir uns das vielleicht kurz machen? Das können wir machen, sofern ich es finde. Das müsste irgendwo... Okay, habe ich jetzt gerade nicht hier, dann versuchen wir es anders. Ah, habe ich das woanders liegen? Das kann auch sein. Nein. Also es existiert auf jeden Fall, das weiß ich. Können wir mal schauen. Verdammt.
Das können wir probieren. Hat ihn nicht überzeugt. Dann. Da. Ah ja. So, weil es gibt auch für Explore dann auch schon einen kleinen Plugin-Manager. Und das ist eben dieses XPM. Der verwaltet sich auch selber und dann eben noch mein Plugin, weil mehr habe ich da bisher noch nicht benutzt. Jetzt habe ich meinen Browser wieder geschlossen gehabt, das war genial. Im Idealfall. Ja, genau. Machen wir das so. Get. So, und dann hatten wir das und da sind wir dann, machen wir das einfach gleich so. Genau, das funktioniert folgendermaßen, ist ein bisschen konfus alles. Das ist die Datei, die ihr am Ende schreibt, also das ist dann das fertige Ding, das dann in Explore geladen wird. Und hier sind jetzt einfach der Reihe nach alle Icons definiert, die zu dem Zeitpunkt, wo ich das zuletzt habe durchlaufen lassen, in den NVIM-Dev-Icons definiert waren. Es zeigt jetzt hier die UTF, also die Symbole nicht an von den Nerdfonts, also das wäre eigentlich ein cooles Icon, zeigt er jetzt hier nicht an, weil er es escaped hat. Und dann definiert er eben da noch die Farbe mit dazu. Und das Ganze mache ich, muss ich mal gucken, dass... Also diese Init-Uhr, die wird generiert. Genau, die wird autogeneriert und da gibt es hier so ein Shell-Skript. Das holt sich den aktuellen Stand von den Dev-Icons, lädt den runter und dann lässt das da so ein magisches Lua-Skript drüber laufen im Endeffekt. Das ist, muss ich mal überlegen, das war das eine. Und dann gibt es eben noch das, genau. Also wer das im Detail nachvollziehen will, kann da mal reingucken, aber hier sieht man dann eben, da wird dann geschrieben, diese Datei mit Icon und dann kommt eben das Icon, das er aus der NVIM-Config gelesen hat und dann wird hier noch die Farbe festgelegt, die er in der NVIM-Config hatte und so wird das dann übersetzt. Also das Ganze ist auch recht schmal, das sind jetzt hier 48 Zeilen Lua-Code und hier habe ich 48 Zeilen Bash-Code, was für ein Zufall. Und da wird dann am Ende halt so eine 33 Kilobyte Datei draus mit 1038 Zeilen Länge. Und ja, genau. Wird auch noch nicht regelmäßig aktualisiert, fällt mir gerade auf. Also ich mache das gelegentlich von Hand und dann holt er mal die neuen Icons, sonst nicht. Und wenn man jetzt eben dann entsprechend einen etwas bunteren Ordner hat, dann sieht das auch so aus. Also so würde das dann auch in NeoVim aussehen. Oder jedenfalls so ähnlich mit den Farben. Und so kann das dann eben auch in Explore aussehen. Er zeigt uns dann hier eben die Icons, zum Beispiel für Rust, dann eben auch in diesem Rust halt rot, braun, Ton, was auch immer. Genau. Bitte? Genau, also für die Icons braucht man zwangsläufig einen Font, dann einen Nerd-Font in dem Fall, aber das braucht man halt für das Original NVIM Dev Icons auch. Ne, die Nerd-Fonts selber, also die Icons selber sind monochrom, aber ich kann halt eine Vordergrund- und Hintergrundfarbe festlegen, das mache ich halt regulär übers Terminal und dadurch sind dann die Icons bunt. Genau. Gibt es weitere Fragen? Okay, dann danke für eure Aufmerksamkeit.